Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Ghostwire Tokyo Part 9. Wir waren zuletzt in dem unglaublich verwirrenden Bürogebäude der Hölle, wo ich mich einfach nur komplett verlaufen habe und ja, bei meiner Orientierung kein Wunder. Und jetzt machen wir hier direkt weiter mit der Hauptquest. Ich schaue einmal kurz, wo wir jetzt hin müssen. Genau, wir hatten zuletzt das Tor hier, das wir uns anschauen wollten und das machen wir auch direkt. Erstmal das Tor hier freischalten, das ist auch direkt unsere Hauptmission, damit wir hier diesen lästigen Todesnebel oder was auch immer das ist loswerden. Wir nehmen mal ein bisschen unsere Munition hier auf. Wir haben auch so einige coole Fähigkeiten bekommen in der letzten Folge. Oh, hier haben wir noch einen kleinen Hundi. Die müssen wir mitnehmen. Na, was denkst du gerade? Der hat Hunger, ne? Natürlich. Aber Futter haben wir immer genug dabei. Ich finde das schön, dass wir immer viele Hunde sehen. In jeder Folge. Ja, wir retten hier jeden einzelnen Hund in ganz Tokio. Absolut. Nun werden wir auch steinreich, weil die Hunde immer Geld für uns finden. Aber deswegen machen wir das nicht. Wir würden es auch umsonst machen. Na, Kleiner? Wir wollen gar kein Geld von dir. Du kannst auch einfach noch ein zweites Futter haben, wenn du willst. Oh, was hast du hier Schönes? Ist hier was? Oh. Oh. Jisoo-Statue. Oh, die hat uns der Hund gezeigt. Also siehst du mal, guck, der wollte uns gar kein Geld geben. Ich spreche noch davon. Und dann ist es auch so. Los, lass mich einen Ball holen. Lass mich einen Ball holen. Hast du einen Ball hier? Irgendwie? Kann ich noch irgendwas mit ihm machen? Glaub nicht, ne? Du hast hier aber gar keinen Ball, du, mein Lieber. Ich glaube, das Zeichen heißt doch einfach nur, dass wir interagieren können, ne? Das heißt nicht unbedingt, dass da jetzt noch was ist. Ich glaube, er hat uns wirklich einfach nur diesen Schrein gezeigt, der Hund. Aber gut zu wissen, bis jetzt haben wir immer nur Geld bekommen. Da jetzt mal zu sehen, dass die Hunde auch was anderes für uns haben, echt cool. Aber wir brechen wieder zusammen. Und jedes Mal, wenn wir hier irgendwas einzahlen, dann bekommen wir immer so Backflashes von unserer Schwester. Ah, die roten Dinger erhöhen dann unseren Feuerkapazität. Jetzt haben wir 6. Wundervoll. Genau das wollte ich auch. Da können wir gerne noch ein paar mehr von finden. War hier nicht auch noch ein Hund eben? Ja. Ein bisschen Yakuza-Cracker für unterwegs. Na? Ja, die geben wir auch was. Kann ich eigentlich gleich nochmal schnell ein bisschen neues Hundefutter kaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch auf Tash haben davon. So gut, ja klar. Na guck, er buttelt wieder Geld aus. Das ist dann auch recht selten, dass man so einen Schrein bekommt, denke ich. Aber trotzdem lieb, ja, ganz lieb von dir. Wie gesagt, wir machen das auch einfach gratis für die Hunde. Wir wollen nicht mal unbedingt was haben. Einfach, weil Hunde toll sind. Und Katzen natürlich genauso. Ja, willkommen. Ich will noch ein bisschen Hundefutter kaufen. Katzenfutter gibt es ja leider nicht. Oh, ist das teurer geworden? Das hat doch mal 300 gekostet. Inflation hier. Können wir von denen hier noch welche kaufen? Ja, haben wir 3. Ah, wir kaufen nochmal einen. Sind wir wieder gerade Zahl. Ein bisschen Geld behalten wir im Petto, ne? Man weiß ja nie. Nicht immer alles auf einen Schlag ausgeben. Dann haben wir noch die... Ja, wir haben noch die rote Kette an, die uns zeigt, wo... Die Aufzeichnungen sind. Hier ist nämlich bestimmt eine irgendwo in der Nähe. Ja, dieser grüne Pfeil, den ihr hier seht, der zeigt dann immer so ein bisschen an, wo die Aufzeichnungen von Keike sind. Und die geben uns Fähigkeiten. Also beziehungsweise Fähigkeitspunkte, mit denen wir dann unsere Fähigkeiten verbessern können. Klar können wir auch Level aufsteigen, aber das ist dann einfach so ein bisschen die etwas schnellere Variante, sag ich jetzt mal. Ah, Kapselautomat, okay. Verschiedene Charaktere und Gegenstände können in Form von Spielzeugfiguren aus Kapselautomaten geholt werden, die in ganz Shibuya aufgestellt sind. Ach so, wie früher aus der Kindheit die Dinger, ne? Die kenne ich auch noch, dann ziehen wir doch gleich mal eine hier. 500 ist ja Wucher hier. Halsabschneiderei. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel 500 umgerechnet sind. Tinuki-Statue. 33 Figuren übrig.
Ja, jetzt haben sie mich hier. Noch eine, noch mal eine ziehen gleich die Sucht gegriffen hier. Ja. Schülerin des Leids. Ah, okay. Sind also die ganzen Gegnertypen und so. Und steht auch da drauf, ja. Was ist er denn für einer? Sieht eher aus wie so eine Dark Souls-Figur, oder? So, das reicht jetzt aber. Alle guten Dinge sind drei, mehr wollen wir nicht. Leveln und looten. Also looten kannst du dich hier in dem Spiel tot und dämlich looten, ey. Bei dem Schrein können wir hier reinigen, wenn nicht vorher wieder irgendwas passiert auf dem Weg. Nö. Sehr schön. Oh, es passiert doch was. War ja klar. Aber finde ich ganz geil, dass sie das so geskriptet haben, dass immer irgendein Event abgeht hier. Okay, was haben wir jetzt hier? Der sieht nicht freundlich aus. Das war nicht mal ein Gegner. Da ist hier so eine Edward-Frau, die hier unten rumcreept. Gucken, ob wir sie von oben weghauen können. Oder ob die uns hinterher portet. Bei unserem Glück kommt die hier auch irgendwie hoch. Bleibt da unten. Nee, die kommt hier nicht hoch. Hau bloß ab. Schön fies von hier oben. Feige in den Rücken schießen. Verwunden wir sie so überhaupt? Ich glaube, das juckt die nicht mal, ne? Nee. Wow. Okay. Die macht aber ordentlich Schaden. Uah. Bisschen schmaler Gang hier. Du geh doch mal endlich. Okay. Also wir hätten mal besser auf ihren Kern zielen sollen. Das war jetzt nicht so gut. Aber hey. Was soll's. Sie ist weg und wir leben noch. Alles gut gegangen. Ah, dieses Blocken muss ich nochmal öfter benutzen. So langsam wird das wirklich nötig, glaube ich. Finde und zerstöre die Barrieresteine. Wir haben sogar eine Zeitlaufen da oben. What? Was ist das denn? Ist ja gar nicht so hier, dass wir uns so viel Zeit lassen können, wa? Da scheint auf jeden Fall einer dieser... Ist das so einer dieser Steine hier, der damit gemeint ist? Glaube ja, ne? Nee. Anscheinend auch nicht. Nehmen wir die Geister hier mit. So viel Zeit muss sein. Oh, wir stressen uns einfach nicht. Ich glaube, die Barrieresteine werden hier bestimmt irgendwo angezeigt. So. Hier haben wir auch einen Tengu. Da können wir nach oben. Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Übersicht. So, wo könnten die denn sein, die Barrieresteine? Werden die uns die hier irgendwo angezeigt? Da hinten läuft noch so ein rum. Oder haben diese, sind die hier, die mit dem Barrierenstein, haben die das so intus quasi? Könnte auch sein, ne? Wo ist sie denn hier? Bleib stehen. Keine Munition mehr. Wow. Oh, jetzt haben wir hier aber unseren Supermodus aktiviert. Das wollte ich gar nicht. So, den nehmen wir aber mit. So. Zählt sie als Barrierestein? Nee. Warum nicht? Verdammt. Komm, sammelt es. Das nehmen wir auch noch mit. So. Ja, das ist so eine Figur.
Wo sind denn die Steine versteckt? Müssen wir die jetzt hier irgendwie echt ernsthaft irgendwo suchen? Werden uns auch nicht angezeigt, ne? Nö. Könnten also theoretisch hier überall sein. Nochmal nach oben. Wo haben sie sich versteckt? Die Steine. Ist noch ein Tengu. Einen haben wir, den habe ich nicht mal mitgekriegt. Ach, das sind die Barrieresteine, okay. Hätte ich nicht unbedingt mit Feuer machen müssen, ne? Okay, gut. Dann wissen wir ungefähr, wie die aussehen jetzt. Ah, dann haben wir aber auch mehr als genug Zeit, glaube ich. Da müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Nehmen wir die Melone noch mit. So. Was haben wir hier? Die Katzen hier geschützt mit Regenschirmen. Sehr cool. Ich hab Hunger, aber ich will mich nicht bewegen. Ja. So ist das manchmal, ne? Ja, ihre Gedanken kann ich nicht lesen. Okay. Gut, wo könnten denn noch Steine sein? Ja, wir haben noch 10 Minuten. Entspann dich, wir machen das ganz locker. Wo könnte noch ein Stein versteckt sein? Ich glaube, hier waren wir ja, ne? Dann gehen wir mal in die Richtung. Die werden ja nicht hier im Müll sein, die Dinger, aber... Wenn wir hier schon langlaufen, dann looten wir das auch. Können wir nicht rüber. Können wir auch gut vorstellen, dass oben vielleicht noch einer ist. Wir gehen mal wieder nach oben. Hat man vielleicht eine bessere Übersicht einfach auch. So. Hier nix. Da hinten vielleicht. Das sieht, da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ist da irgendwas? Nö. Aber hier können wir ja den... falsche Fähigkeit ausgewählt. Na, fliegen wir halt rüber. Na, aber das zählt ja nicht. Können wir trotzdem mitnehmen. Wo könnten die sein, die letzten Steine? Finde und zerstöre die Steine. Ich hoffe, die sind nicht in den Gebäuden irgendwie oder so. Das wäre natürlich jetzt dann suboptimal, wenn man jetzt hier auch noch irgendwo drinnen suchen müsste. Wir haben auch keinerlei Hinweis, wo die Dinger sein könnten. Also einfach wirklich gar nichts. Und ich mit meiner Orientierung. Das ist ja wundervoll. So. Ich finde, solche Missionen kann man sich eigentlich auch sparen. Ich meine, jetzt suchen wir hier alles ab auf Zeit. Und man sucht sich hier wirklich dumm und dämlich. Ne? Das ist halt im Grunde nur Zeitschinderei von den Entwicklern, meiner Meinung nach. Also sowas braucht man nicht als schlechtes Questdesign. Finde ich jetzt in dem Fall. Also ein oder zwei hätten da vollkommen gereicht. Was soll man sich jetzt hier stundenlang absuchen? Und das genau das gleiche immer wiederholen hier, ne? Nein, der grüne Punkt sind natürlich kein, ist nicht ein Hinweis, wo wir hin müssen, sondern das ist, hat was mit den Fähigkeiten zu tun. Das sind nur Aufzeichnungspunkte, die wir so finden können. Ja. Schön.
wie man es nimmt, ne? Ah, da haben wir noch einen. Sehr schön. So, eine noch. Einen noch, aber jetzt haben wir nur noch 6 Minuten. Aber 6 Minuten ist ja noch eine ganze Menge. Man kann hier natürlich ja auch jetzt wieder überall sein, das Ding, ne? Die Leiter können wir nicht benutzen. Ist ja auch super. Aber da oben wird er ja auch nicht sein. Da hatten wir das Tor. Okay. Hier tatsächlich auch nicht. Ich glaube, jetzt bin ich auch schon so ziemlich hier die ganzen Straßen abgelaufen. Und leider immer noch nichts gefunden. Die Zeit läuft uns davon. Und ich habe auch absolut keinen Plan, wo das jetzt hier noch sein könnte, tatsächlich. Ja. Kann man wohl so sagen. 4 Minuten noch. Und dann hat man schon so viel Zeit, weißt du, und dann findet man den Weg nicht. Oder beziehungsweise diese Dinger nicht. Ein einziger noch. Ah, da oben ist er. Wow. Nice. Letzter noch. Knapp geschafft. Und das, obwohl wir so ein geiles Outfit haben. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen, die Quest. Das ist nerviges Rumgesuche, sowas mag ich nicht. Er muss schnell gehen. Das hier ist einfach nur Beschäftigungstheorie. Da hätte es auch gereicht, wie gesagt, wenn sie ein oder zwei von den Dingern vollkommen ausreichen. Jetzt sollen wir eine Telefonkarte finden. Okay. Sie haben extra Telefonzellen aufgestellt. Genau. Überall. So, wir sind Level up. Können wir denn nochmal hier irgendwie was verbessern? Schauen wir mal in die Fähigkeiten rein. Ja, nee, noch nicht. Also, was haben wir hier? In dem Gebiet ist doch hier was markiert. Achso, jetzt nicht mehr, okay. Dann ist sie dort, wa? Oh, hier haben wir einen Gegner. Da rennen wir jetzt voll rein. Guck mal, wir können so nicht hier durchschießen durch diese kleinen Lücken. So, den nehmen wir mit.
So. Ah, das hier ist Nebenmission. Haben wir jetzt keine Zeit für. Ja, wir machen auf jeden Fall die ganzen Nebenmissionen noch am Ende. Wir machen aber erstmal die Hauptstory, weil das einfach spannender ist. Ich kann ja hier eigentlich auch mal, wenn wir hier sowieso gerade viel am Kämpfen sind, unsere Gebetskette wechseln. Wir können aktuell nur eine anlegen. Ich muss mal skillen, dass wir mehrere anlegen können. So, Windkette. Wow. Jetzt kann man ja doch schon mal den hier benutzen. Oh. Ja, von allen Seiten werden wir jetzt hier gerade angegriffen. Ja, ich habe jetzt auch ein paar Tage hier nicht gespielt. Jetzt muss man erstmal wieder reinkommen. Oh Mann, ey. Ja, da muss man hier die Fähigkeiten irgendwie klüger nutzen. Boah, das gibt's ja nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, man merkt auf jeden Fall, es wird schwieriger. Nicht mehr so einfach wie am Anfang. Gut, ich hätte hier auch mal die Umgebung besser nutzen können. Aber wenn man so ein paar Tage Pause gemacht hat, dann muss man wirklich erstmal wieder reinkommen. Das ist aber immer so. Jetzt haben wir Nachricht, verlorene Telefonkarte. Es tut mir so leid, ich habe die Telefonkarte verloren. Eine von denen mit dem Tierfotos. Oh nee. Ich bin sicher, dass sie sich irgendwo beim Waschsalon verloren haben muss. Mit Glück hat sie jemand vom Polizeiposten abgegeben. Sollte sie nicht wieder auftauchen, frage ich dort nach. Okay, also Waschsalon oder Polizei. Ja, ja. Okay. Die hier sieht anders aus, hat ein rotes Zeichen drauf. Zwei Wege, ein Ziel. Findet eine Telefonkarte. Ja, Polizeistation oder Waschsalon, ne? Eins von beiden. Eine Telefonkarte, ja. Ach, wir gehen dahin. Den nehmen wir mit. Ich habe immer noch die ganze Zeit gerade das Gefühl gehabt, dass ich einen Timer laufen habe, aber der ist ja jetzt weg. Na, was sagst du? Hunde prahlen gerne mit ihren Schätzen, aber ich nicht. Ich behalte sie alle für mich. Ja, genau. Ja, die Katzen, die sind ganz schön schlau. Na, das ist jetzt hier. Wo kommen wir hier rein? Leise. Milchkaffee. Hier ist noch einer. Die sneaken wir so vorsichtig weg. So. Hier war doch noch jemand drin. Hab doch gerade noch was gehört hier auf der anderen Seite. Ventilator. Ach, es ist auch wieder unordentlich hier, ne? Oder sind das wieder die Leute, die hier einfach mitten im Stehen verschwunden sind? Wahrscheinlich schon. Ist das hier ein Waschsalon? Sieht eher aus wie so ein Badehaus oder so, ne? わざわざ
Waren wir hier in dem Ding nicht sogar schon mal drin? Kommt mir irgendwie vertraut vor, hier das Teil. Wir gehen mal wieder raus. Oh, aber eine ganz schöne Menge Geld lag hier rum. Immer in Form von diesen Katzenstatuen. Ne, gut, dann gehen wir hier mal wieder raus. Anscheinend sollen wir hier nicht rein. Aber interessant, dass wir da so rein können. Also er sagt ja auch hier in die Richtung, das Ding hier, ne? Und wir hier rein, da aufs Dach. Nee. Vielleicht von der Seite. Hm? Zeigt denn der Pfeil hin? Mehrere. Hm. Sagt der Hund. Hat er was gesehen vielleicht? Oder? Er will nur Futter haben. Was auch sonst. Naja, du kriegst Futter. Na klar. Ah, da ist eine komische Karte. Ah, er hilft uns doch. Siehst du wohl. Er nimmt sich merkwürdig. Sieht aus, als würde er uns etwas sagen wollen. Ja, er weiß, wo die Karte ist. Ja, los, lauf, Kleiner, lauf. Zeig uns die Karte. Hunde sind die Besten einfach. Hunde sind die Besten. Füttere immer die Hunde. Ja, hier ist die Karte. Oh, Telefonkarte. Oh, du bist der Beste. Ganz feiner bist du. Ja, du hast uns die Karte geholt, ne? Ja, Bester bist du. Oh, so süß. Ja, kannst auch gern mitkommen. Dann kriegst du nochmal Futter. So, jetzt wollen wir hier rüber zur Telefonzelle. Hier durch? Nee. Ja, endlich regnet es mal nicht. Oh, wir haben Tag gerade. Scheint die Sonne etwa? Hatten wir das schon mal? Ist mir bis jetzt gar nicht so aufgefallen. Aber wahrscheinlich haben wir hier ganz normal Tag- und Nachtwechsel aktuell auch. Ne? Obwohl das hier so neblig und diesig ist, wahrscheinlich ist es sehr hohe Luftverschmutzung. Neue Quest. So. Was steht hier? Nein zu Bauprojekten in Kirigakua. Ja, das ist ja auch alles schon genug voll gebaut hier. Hier dann jetzt auch noch Bauprojekte? Ich weiß ja nicht. Ne? Kann ich verstehen, dass sie das nicht wollen. Gibt's hier irgendwas Cooles? Grüner Tee. Haben wir, glaube ich, genug noch auf Vorrat. Okay, alles klar. Okay, sehen wir uns das an. Ab in das Gebiet. Schauen wir mal, was da noch so los ist. Wollen wir ein bisschen vorankommen hier mal mit der Story, dass wir auch mal erfahren, was jetzt hier überhaupt abgeht in der Geister-City. Noch so richtig haben wir ja noch gar keinen Plan. Oha. Wo denn? Wo haben mich hier jetzt welche gesehen? Ach da, oh Gott, was ist er denn für eine? Die haben wir aber noch nicht gesehen. Bogen raus. Komm her. Ist aber hässlich.
Ab nach unten. Gottes Willen, widerliches Viech hier. Aber die hat zum Glück nicht so viel ausgehalten. Oder der Bogen ist einfach extrem stark. Den benutzen wir ja nicht so oft. So. Kann man eigentlich bei Gelegenheit mal wieder Pfeile kaufen. Ich glaube, Pfeile sind auch ziemlich teuer tatsächlich. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen Kohle, ne? Können wir ruhig mal wieder auffüllen. Da liegt hier noch irgendwas, was wir übersehen haben? Hier wird uns noch irgendwas angezeigt. Genau hier. Aber was soll hier sein? Ach da, die Katze. Okay. Nee. Ist nur weiter weg. Mama, wo bist du? Oh, du suchst deine Mama. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ist das deine Mama? Katze B, warum kommt ihr nicht mit uns? Ja, frage ich mich auch. Sollten vielleicht lieber mit euch gehen. Na, guck mal, hier haben wir das Teil markiert. Ja. Durchsuche den Bereich. Akito und Keiken nähern sich dank der Unterstützung Riko einer Gefährtin von Keiken einem weiteren Ziel. Ich suche den Bereich. Was soll ich denn hier durchsuchen? Das hier vielleicht? Mitten im Kampf. Eine Aufzeichnung von Ed. Anscheinend zeichnet das Gerät zufällig auf, als er es fallen ließ. Ah, okay, alles klar. Ab zum Bahnhof. Hier sind neue Nebenmissionen gekommen. Da kriegt man hier immer Magatama, ja. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier steht immer dran, ne, was wir bekommen. Hier kriegen wir den Magatama. Werden wir später dann nochmal, werden wir nochmal eine Session machen, wo wir ein bisschen rumlaufen, Nebenmissionen machen und unsere Fähigkeiten verbessern. Aber jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Richtung Hauptstory. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Cutscene auf dem Weg. Wenn wir uns da irgendwie nochmal mit Pfeilen eindecken hier bei der Katze. Ja, ne? Hier ist eine, ne? Guten Tag. Moin, moin. Ich hätte gerne einmal Pfeile. Neuer Tag. Miauku, kommen wir ins Geschäft? Jo. Wenn du Pfeile hast. Ich hätte gern ein paar. 8 Stück kann ich kaufen. Danke. So, gucken wir mal. Können wir bei den Fähigkeiten irgendwo skillen, dass wir mehr Gebetsketten tragen können? Das ist doch bestimmt hier unter Ausrüstung. Ja. Extra Gebetskette. Du kannst 2 Gebetsketten tragen. Das skillen wir auf jeden Fall direkt. So. Das ist nämlich wichtig. Das gibt uns nämlich ordentlich Damage Boost. Jetzt können wir hier auch unsere 2. Gebetskette anlegen. Wo war das noch? Inventar. Und dann hier Gebetskette. Die 2. auch. Haben wir beide an. Weil die bufft hier unseren Winddamage um 20%. Und mit der können wir hier die Fähigkeitsdinger finden. Guck, hier haben wir nämlich noch einen in die Richtung. Ist das hier zufällig? Okay, da müssen wir jetzt hier mit ihm reden für das. Machen wir jetzt nicht. Wir wollen. Oha. Hier sind wieder diese Teile aufgetaucht. Nö. Keine Lust gerade. Machen wir jetzt nicht. Das sind 3 Stück. Wir wollen die Hauptstory weitermachen. Das dauert hier wieder 10 Minuten oder so, das zu machen.
Ja, und lass sie durch die Würfel nehmen, KK. Jetzt kaufen noch wieder neue Würfel auf. Da bin ich mir sowas von sicher. So. Das nehmen wir noch mit. Ein Wacker Cola. Oha. Nein, das ist jetzt... Oh Gott, was ist passiert? Scheiße, wir wurden in ihre Dimension gesaugt von den Dämonen. Oh, okay. Wusste gar nicht, dass das geht. Oha. Haben sie uns jetzt hier aber ordentlich erwischt, wa? So. Wir haben ja schon das schnellste Schießen geskillt eigentlich. So, müssen wir erstmal gucken. Dass sie eben hier ausweichen. So. Das haben wir. Können wir die jetzt hier auch wegschießen? Okay. So, den können wir noch auch noch seinen Kern mitnehmen. Ich glaube, jetzt haben wir es, wa? Anscheinend nicht. Okay. Was passiert hier jetzt? Oh Gott, wie viele kommen denn hier? Wollen die uns hier ver... Gott. So, aber die halten nicht so viel aus, zum Glück. Die Schulmädchen halten zum Glück nicht so viel aus. Aber die können wir meistens mit einer Kugel beseitigen. Wo? Müssen wir die mal alle hier so ein bisschen zusammenlocken hier. Schaden ist zum Glück auch nicht so hoch von denen. So. Das sind echt viele, ey. Okay, jetzt sind wir so ein bisschen auf dem Haufen. Kriegen wir vielleicht mehrere? Oh ja. Sehr schön. Ah, das nimmt hier gar kein Ende mehr. Wow. Gott. Es nimmt echt gar kein Ende mehr hier. Gut, wir machen hier mal... So. Geht nicht anders. Wir müssen sie jetzt mal hier... So. Weg. Weg. Oh Gott, eine rote, die ist schneller noch als die anderen. Eine grüne. Na, ist da noch. Ah, da ist noch eine, ja. Die grüne noch. So, das nehmen wir auch noch mit. Boah. Alter Schwede, waren das viele. Ist das jetzt nur, weil wir in diese Dämonen-Prozession reingelaufen sind? Da steht es ja, Yaki Yako sind Ansammlungen von Besuchern, durch die du in eine andere Dimension gelangst, wenn du auf sie triffst. Wenn du alle Besucher besiegst, kehrst du zusammen mit allen Geistern, die sie gefangen hielten, nach Shibuya zurück. Okay. Aber ist ziemlich cool. Gefällt mir eigentlich, dann hat man hier noch so einen kleinen Events, aber man ist oft in solchen Arenen tatsächlich. Also bei Nebenmissionen waren wir auch schon in diesen Arenen. Und jetzt bei sowas hier auch wieder. Na, mal gucken. Wir wollen mal nicht zu schnell Vorurteile hegen hier. Aber es ist ganz cool, dass solche Dinger dann kommen. Da habe ich jetzt nämlich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Hier ist schon wieder irgendwas. Da hinten.
war aber nur eine, ne? Was haben wir hier? Okay. Interessant. Okay. Oh, hier haben wir auch wieder welche stehen. Aber wir müssen dann mal mehr so Stealth-Sachen skillen, ne? Wo ist sie? Und die hauen wir einfach so weg jetzt hier. Schön. Sind hier noch mehr? Ja, da ist noch eine. So. Bisschen Munition nehme ich hier wieder mit aufladen. Ich glaube, das haben wir mittlerweile geskillt. So. Ja, ganz schön viel Action jetzt doch, aber ist gut. Ist gut. Okay, und hier geht's dann zum Schließfach. Was haben wir denn hier? Nachricht aus Schließfach. Erika, falls du dich entscheidest, zurückzukommen, warte in Apartment 302 in Gebäude C. Das Kirigoka Wohnblocks auf mich, ich komme zu dir, egal was passiert. Kirigaoka. Ja, ich kann diese Wörter immer nicht so gut aussprechen. Okay. Noch irgendwas? Aufheben. Schlüssel zum Apartment. Alles klar. Super. Dann ist jetzt unser nächster Weg zum Apartment, aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, um jetzt hier die Folge zu beenden. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Genau da oben müssen wir hingehen zum Wohnblock. Ich habe nämlich schon wieder die Befürchtung, dass der Wohnblock doch etwas großräumiger ist, als man sich denkt. Von daher, schön, dass ihr dabei wart, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal und alles Gute euch. Macht's gut.